Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Am 23.05.2020 es ist 18:50 Uhr. Sonja ist vor einer Stunde circa weggefahren und war heute den ganzen Tag da. Für Juni haben wir die Stunden geplant. Wie gedacht, ist Claudia sehr viel da und immer bis 18 Uhr. So war das nicht ausgemacht. Wir haben ausgemacht, jeden zweiten Tag bis 18 Uhr. Aber da muss sie sich jetzt umschauen, ob sie noch andere Tage findet, an denen sie kommen kann oder ob sie zeitlich eine andere Einteilung hat. Weil jeden Tag bis 18 Uhr halte ich nicht aus. Sie kommt die meiste Zeit des Monats kommt sie und immer von 13 bis 18 Uhr. Und für Sonja bleibt nur Donnerstag und Samstag. Und meine Eltern sind darüber unzufrieden, weil sie Claudia nicht so mögen und ja, lieber Sonja da hätten, aber ich habe das mit Claudia bei der Einstellung ausgemacht, dass ich im Juni mehr sie einsetze und sie 80 Stunden machen darf. Und so werde ich das jetzt auch machen, weil ich verstehe mich gut mit ihr und das ist das Wichtigste und meine Eltern müssen nicht mit ihr klarkommen und haben mir eigentlich gar keine richtige Chance gegeben. Und ja. Ich habe das mit dir ausgemacht und so wird das auch gemacht. Schließlich bin ich der Chef. Und Sonja kann dann nur noch zweimal die Woche kommen, aber dann übernächsten Monat wieder öfter und dann muss Claudia sich eine zweite Stelle suchen. Ich habe auch nicht mehr Stunden als das. Und dann kann sie nicht mehr so oft kommen. Dann sollte so ausgewogen zwischen den beiden sein und dann sollte sie eine zweite Stelle haben, ob bei Assistent 24 oder woanders. Das ist ihre Entscheidung oder kann sie entscheiden, je nachdem, welche Angebote sie bekommt. Aber ich habe nicht mehr als die zur verfügbaren Stunden und nach Juni möchte ich auch, dass Sonne wieder öfter kommt. Und das mit dem bis 18 Uhr, darüber bin ich nicht erfreut, aber ich kann es so hinnehmen für einen Monat. Man wird sehen, wie ich damit klarkomme und ob es mir zu viel wird oder nicht. Und je nachdem müssen wir das dann richten und das wird man sehen, ja. Ich habe mich heute mit Sonja gut verstanden. Wir hatten viel Spaß, haben viel gelacht über total blödsinnige Sachen und waren kurz draußen, aber dann hat wieder ihre Allergie zugeschlagen, diesmal bei ihr und nicht bei mir. Dann sind wir wieder reingegangen und hatten darin viel Spaß und sie versteht sich deutlich besser mit meinen Eltern. Und ja, da gab es halt auch Diskussionen, aber
weil sie mehr wollen, dass Sonja kommt und nicht Claudia. Aber das ist unfair und wenn es mit Claudia so ausgemacht ist, dann mache ich das auch so. Und Sonja ist damit auch vollkommen einverstanden. Sie hat ja noch einen zweiten Klienten. Und ja, sonst war nicht viel los. Das Wetter war recht schön heute. Jetzt regnet es gerade. Aber es ist schon Abend. Und das Wetter hat die ganze Zeit ausgehalten, obwohl es trüb ausgesehen hat. Und es war relativ warm und schwül. Ich hatte heute wieder Kopfweh zum gefühlt hunderttausendsten Mal nach dem Essen, nach dem Abendessen, so brennende Kopfschmerzen. Es wird der Kopf glühen. Und habe ein Schmerzmittel genommen und jetzt geht's besser. Ich habe in letzter Zeit ständig Kopfschmerzen. Das ist total seltsam. Ich trinke genug und weiß nicht, woher das kommt. Und ich habe oft tagsüber Kopfschmerzen, abends und nachts und teilweise so, dass ich nicht schlafen kann. Aber mit Medikamenten lässt es sich beruhigen. Ich glaube, ich rauche auch ein bisschen zu viel. Da können die Kopfschmerzen kommen. Aber eigentlich habe ich es heute in Grenzen gehalten. Ich weiß auch nicht. Gestern hatte ich das Gespräch mit Christoph und habe euch schon darüber erzählt und habe jetzt nochmal näher darüber nachgedacht. Ich habe Sonja dazu empfohlen, bei dieser Aktion mitzumachen und hoffe, sie macht auch mit und bin schon ganz schön müde. Hab nochmal über alles nachgedacht, was wir besprochen haben und werde das so umsetzen. Ab 3. Juni fahre ich wieder zu Christoph zum Therapiegespräch. Am 28. haben wir noch ein Telefonat und dann geht's normal weiter. Entschuldigung. Es ist ziemlich anstrengend mir sind vor allem, was ich gerade sagen wollte. Es ist ziemlich anstrengend, die Gespräche nur über Telefon zu machen und nicht diesen persönlichen Kontakt zu haben. Und deswegen möchte ich ab 3. Juni wieder zu Christoph fahren. Bei Kirsten wird es noch länger dauern. Die sind doch im Krankenhaus und Corona-Schwerpunkt. Und da werden noch länger Auflagen sein, für die man mit denen man ins Spital kommen kann. Aber da wird noch länger keine ambulante Therapie sein. Und so lange muss ich mit Kerstin eh über Telefon kommunizieren. Aber bei Christoph geht es jetzt schon langsam wieder. Ja. Einige haben schon meinen Blog besucht, habe ich gesehen. Danke dafür. Der Link ist wieder in der Infobox. Wie immer.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines.